Emotionaler Schmerz in Beziehungen. Wie kann ich den loswerden? Wie kann ich meine Beziehung so heilsam wie möglich, so friedlich wie möglich gestalten? Darum soll es heute gehen. Ich hatte vor kurzem eine Rede dazu gehalten und werde euch immer mal wieder ein paar Ausschnitte einblenden. Wenn ihr das gesamte Video haben wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Dann ja, werde ich dafür sorgen, dass ich das Video bekomme und es komplett für euch veröffentliche. In dieser Rede habe ich erstmal über die Ursachen gesprochen. Wie entsteht denn emotionaler Schmerz in Beziehungen? Weil oft sind wir darauf fokussiert, auf unseren Partner. Oder Beziehungen sind ja nicht nur eheliche Beziehungen oder partnerschaftliche Beziehungen. Es kann auch die Beziehung zum Chef sein, zur Schwiegermutter sein, zur Nachbarin, zur guten Freundin sein. Wir haben immer Beziehungen zu irgendjemand. Die Ursache liegt oft in der Kindheit. Je nachdem, mit welchen Gefühlen du aufgewachsen bist, wurdest du von Papa gesehen, von Mama gesehen, wurden all deine Emotionen gewertschätzt, so wie du bist, wurdest du oft kritisiert oder nicht. Und das ist immer so spannend, immer wieder, wenn ich Menschen kennenlerne, die sehr großen emotionalen Schmerz haben in ihrer Beziehung und ich frage, wie die Kindheit war, sieht man oft ein Muster. Natürlich nicht immer. Es gibt Eltern, da war alles in Ordnung. Nur waren diese Eltern oft emotional gar nicht erreichbar. Das heißt, ich hatte vor kurzem erst eine Kundin gehabt, die meinte: Mama, Papa, super nett, super lieb, alles gut, aber ich habe einfach keinen Freund, ich kann keinen anziehen. Dann haben wir tiefer geforscht und haben dann gesehen, dass ihre Eltern emotional gar nicht erreichbar waren für sie. Beide nach außen hin alles gut. Aber beide Eltern nicht wirklich glücklich miteinander. Beide innerlich taub von ihren Emotionen, aber vor ihrer Tochter haben sie alles perfekt hingestellt, um sie nicht zu belasten. Und das Problem ist, ihr Lieben, und das wissen auch die wenigsten, wir leben im Energiefeld unserer Eltern. Ne, bis wir dann ausziehen irgendwann, kann sich das auch verändern. Das, was unsere Eltern nicht verarbeitet haben, das, worüber unsere Eltern nicht sprechen, all ihr Schmerz, ist im Energiefeld und geht an das Kind weiter. Das, was die Eltern nicht verarbeitet haben, bekommt das Kind wie mit einem Staffelstab weiter. Ich habe in dem Vortrag Bücher vorgestellt und habe da einiges dazu erklärt. Was ist jetzt die Lösung? Ich hoffe, dass ich einen Ausschnitt finde, dann blende ich ihn ein. Und wenn nicht, erwähne ich das jetzt in meinen Worten. Die Lösung ist, wenn du in einem emotionalen Schmerz bist gegenüber deines Partners und du fühlst dich von ihm nicht gesehen, du fühlst dich frustriert, was auch immer das ist, egal was ist, dahinter ist immer eine Emotion. Diese Emotion will von dir gefühlt werden, dass du dich mit deinem Körper verbindest und das fühlst. Dass dein Körper mit ihm spricht. Die Trauer war dann irgendwann hier. Einfach mit dieser Trauer bleiben, die Kugel spüren. Zuerst war es dunkelgrau, dann wurde es immer heller. Er spürte, wie die Kugel nach oben wandert, dass sich ein bisschen was auflöst. Die Übung haben wir öfters gemacht, dass er im Körper bleibt. Wir haben noch viele andere Dinge gemacht, aber ich bleibe beim Fließen der Emotionen. Im nächsten Schritt haben wir uns dann die verletzte Seite angeschaut, die er hat. Und die Beschützerseite. Und es ist wichtig, dass beide Seiten miteinander kommunizieren. Zum Beispiel hat er ja die ohnmächtige Seite und dann die harte Seite, ja, die alles schafft. Dass die zwei miteinander kommunizieren. Ohnmacht. Warum bist du da? Was kann ich für dich tun? Und dann ganz ruhig sein. Manchmal kommt keine Antwort. Ja, meine eigene Erfahrung, dadurch, dass ich mich jahrelang betäubt habe, also jetzt nicht durch Drogen oder Alkohol, einfach nur, dass ich meine Emotionen nicht spüre. Ja, ich war immer so eine Macherin, machen, 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 machen. Und einfach nur betäuben, nicht fühlen. Und am Anfang habe ich nichts gefühlt. Was kann man da machen? Dann fühle ich das Nichts. Okay, wie fühlt sich das Nichts an? In meinem Fall war das eine Metallwand, eine ganz dünne Metallwand. Da war eine Leere dahinter. Da bin ich dabei geblieben. Ich habe eben erzählt, Gefühle sind für mich wie Wesen. Sie nehmen uns wahr. Sie wissen, ob wir sie ernst nehmen oder nicht. Und das Gefühl spürt, ob ich jetzt wirklich mit dem Schmerz bin oder ob ich einfach nur wieder mich betäuben möchte, um angeblich zu heilen. Und umso länger ich mit dieser Leere bleibe, desto mehr wird sie verschwinden. Und ich spüre, dass es mir wehtut und ich möchte es wieder zurückmachen. Ich will ja nicht verletzt werden. Ich will die Mauer hier noch weiterhin behalten. Dabei bleiben. Und dann geht wieder diese Mauer ganz langsam weg. Das ist eine Übung, die kann man jetzt nicht innerhalb von einer Stunde machen, die macht man immer wieder, immer wieder. Peter hat sein Traumabond zu seinem Chef lösen können. Wie eben erwähnt, er hat seine Gefühle von Rache, von Wut, von Traurigkeit, von Ohnmacht, da war auch Erniedrigung dabei, da war auch Erpressung dabei. Ja, wenn du mich wechselst, dann zwar durch die Blume, aber es kam an.
All diese Gefühle hat er nicht mehr abgetrennt und auf den Chef projiziert, dass er da mit der Wut rumläuft, sondern er hat sie zu sich genommen, wie kleine Babys. All diese Gefühle durften da sein. Und das ist Selbstliebe. Selbstliebe startet dabei, dass ich all die Gefühle, die so schmerzhaft sind, die ich in mir trage, auch wenn ich es nicht zugeben möchte, dass ich diese Gefühle umarme. Ohne dabei ständig im Außen den Schuldigen zu suchen. Es gibt im Außen immer einen Schuldigen, ja, wenn wir den suchen. Unser Verstand wird sowieso nie ruhig sein. Kein Problem. Ich lasse ihn labern, ich lasse ihn reden und komme immer wieder zurück zu meinem Körper und bleibe mit diesem Gefühl. Und diese Arbeit ist unheimlich anstrengend. Es ist so leicht, den Schuldigen im Außen zu finden. Es ist so leicht, andere zu beschimpfen, ne, dass sie die Schuld daran haben, dass es mir jetzt so schlecht geht. Man braucht aus meiner Sicht Kraft, Energie dafür, mit sich zu bleiben. Mit dem kleinen Kind, diese ganzen verletzten Gefühle, sind mein kleines inneres Kind, das damals von niemandem getröstet wurde. Ja? Und mit diesem kleinen Kind zu bleiben, es zu lieben, es zu halten, mit all seinen Schattenseiten, und sie zu mir zu nehmen. Da beginnt die Integration. Das heißt, diese Gefühle, die da draußen die ganze Zeit waren, die ich weggedrückt habe, die ich abgespalten habe, dürfen wieder zu mir. Und so werde ich wieder ganz authentisch und liebevoller auch mit mir selber. Was dann passiert ist, dass im Außen, wie jetzt bei Peter, die Situation sich verändert. Bei Peter, das heißt, das ist diese innere Arbeit. Diese Arbeit, um im Außen etwas zu verbessern in deiner Beziehung, fangen wir hier drinnen erstmal an. Ja? Die Ursache ist immer ganz woanders. Die Wurzel ist ja nie draußen von der Blume. Die ist immer unten in der Erde, dunkel, wo es keiner sehen kann. Und wenn da irgendwas kaputt ist, dann natürlich ist die Blume da oben kaputt. Und dann wundert man sich, es gibt so viele Blumen, die einen sind kaputt, die anderen nicht. Woran liegt es? Weil die Sonne scheint für alle. Warum ist die eine kaputt, die andere nicht? Weil es was mit der Wurzel zu tun hat. Nicht, weil du komisch bist. Jetzt überlegt mal, stellt euch mal vor, Pflanzen würden sich gegenseitig kritisieren. Also ich bin total, guck mal, wie schön ich da bin. Schöne Farbe und volle Pracht, wunderschön. Alle duften, alle wollen bei mir riechen. Und du, guck mal, wie verfault du bist. So sind wir Menschen. So kritisieren wir uns gegenseitig und sehen nicht, dass jeder von uns genau wie diese Pflanze eine Wurzel hat. Und wenn die eine Pflanze total verfault ist, weiß jeder Mensch, da muss an der Wurzel was sein oder sie hat nicht genug Wasser bekommen oder die Erde ist nicht gut. Und was ist die Erde? Das ist die Umgebung, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, meine Familie. Und wenn die mir nicht gut tut, dann kann ich nicht so mich von meiner besten Seite zeigen und leben, weil da so viel kaputt geht. Also die Wurzel, das gute Wasser, also unsere Umgebung, unsere Gedanken, unsere Gefühle, wo ich lebe, all die Möglichkeiten, die ich habe, kann ich diese nutzen oder nicht? Werde ich immer wieder erniedrigt oder nicht? Da ist die Wurzel, wo wir hinschauen können und wo wir arbeiten dran können, um langsam Schritt für Schritt, ich muss immer wieder hier hingucken, ob das Mikrofon noch aufnimmt, weil es stoppt gleich, ja, dass wir da in die, ich will immer nicht Heilung sagen, weil das auch verboten ist, in die Auflösung kommen von emotionalem Schmerz.